Schön, dass ich offenbar noch immer eine elektrisierende Wirkung auf dich habe. Ich glaube, ich muss in Zukunft den Futterverbrauch hier etwas genauer unter die Lupe nehmen. Du hast ja auch schon intelligentere Schikanen ausgedacht. Oh, es geht nicht um die Pferde hier. Die versorgst du weiterhin anständig. Nein, ich meine da ein ganz bestimmtes Pferd. Eines, das nicht in den Stall des Fürstenhofs gehört. Hörst du vielleicht mal auf, in Rätseln zu sprechen? Hörst du vielleicht mal auf, den Unschuldigen zu spielen? Oh, ich bin unschuldig. Ich bin immer unschuldig. Jakob, wenn du zufällig wüsstest, wo das edle Pferd eines Gastes versteckt wird, der momentan in der Fürstensuite residiert, du würdest es mir doch verraten, oder? Der alten Zeiten wegen. Selbst wenn ich es zufällig wüsste, was hätte ich davon? Du würdest dir eine Menge Ärger ersparen. Schade. Ich habe nämlich keine Ahnung, wovon du sprichst. Wirklich nicht? Gib's doch zu. Du vermisst mich auch. Mario? Mario, kannst du mal die Gemüselieferung entgegennehmen? Ja, klar, Chef. Okay. Und, hast du was rausgekriegt aus Barbara? Die ist voll laut. Soll gleich die ganze Belegschaft mitbekommen, wie tief der Karren im Dreck steckt? Also nicht. Hätte ich hier die Daumenschrauben anlegen sollen? Zum Beispiel. Madame ist dank ihres ermordeten Gatten liquide und hat somit Oberwasser. Also kriegt ihr die Millionen ganz legal. Tja. Vielleicht hat Charlotte doch recht. Der einzige Weg, Barbara zu schlagen, ist, selbst sauber zu bleiben. Hm. Ich weiß. Nicht gerade eine meiner leichtesten Übungen. Ich behalte sie jedenfalls im Auge. Wenn Markus das so stirbt, dann wegen seiner Krankheit. Und nicht, weil Barbara nachhilft, um seine Anteile zu bekommen. Trotzdem wollen wir jetzt erstmal hoffen, dass die neue Therapie anschlägt. Schon wegen Lena. Die hat solche Angst um ihren Bruder. Ja. Hoffen wir es. Du kannst mir nicht im Ernst erzählen, dass du mich noch liebst. Das tue ich aber. Du bist bloß sauer, weil du was nicht mehr hast, was ihr zu Bilde gehört. Du gönnst uns nicht, dass wir glücklich sind. Schön. Du hast es nicht anders gewollt. Dann informiere ich jetzt eben Fürstin von Lichtenberg, wo du und dein verwöhntes Prinzessin ihr edles Pferd versteckt habt. Ach ja? Wo willst du das wissen? Ich weiß es eben. Es steht bei den Sonnenbichlers in der Garage. Warte. Bitte. Es tut mir leid, dass das mit uns nicht geklappt hat, aber falls ich dir wirklich... Falls du mich wirklich... Verrat uns nicht. Ich würde es dir hoch anrechnen. Bitte. Also, hier darf ich auf keinen Fall über die Weide. Dann müsste ich... Hallo. Hallo. Ah, bist du auch für den Suchtrupp eingeteilt worden? Sehr gut, dann wird's nicht so langweilig. Wie meinst du denn das? Den Spezialauftrag von unserer Geschäftsführerin namens Engel. Mhm. Ach so, du planst einen privaten Ausflug während der Arbeitszeit mit Krentlinger? Sag mal, wie meintest du das gerade mit dem Suchtrupp? Bist du eigentlich exklusiv jetzt für ihn reserviert oder hast du vielleicht noch irgendwann mal Zeit für deinen alten Freund, den du vor langer, langer Zeit mal versprochen hast, zu helfen? Ach, du sprichst von deiner Daten-CD. Ja, genau. Die mal.
Ja, also ich würde dir sehr gerne helfen, aber momentan ist... Naja, schon gut. Da du es ja vorziehst, dich auf einen Windhund wie Krentlinge einzulassen, anstatt mich zu unterstützen. Ja, ich, der dir in deiner Not ein Bett und ein Dach geboten hat. Ich hoffe nur, dass du nicht bitter enttäuscht wirst. Weißt du, ich finde es ja wirklich sehr reizend von dir, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Aber warum sollte Jakob mich enttäuschen? Naja, so eine wild bewegte Vergangenheit legt man ja nicht einfach ab. Aha, da spricht jemand also aus eigener Erfahrung. Weißt du, ich weiß ja, ich kenne Jakob noch nicht so lange, aber ich weiß, dass ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann. Na, dann wünsche ich dir viel Glück, so wie du mir jetzt bitte bei meinem Spezialauftrag als Cowboy, Detektiv und Portier in einer Person. Mhm. Was ist denn die Aufgabe eines Cowboy-Detektiv-Portiers? Hm? Irgendein geklautes Pferd hier irgendwo in der Gegend in irgendeinem Stall zu suchen. Und dann ärgerte sich Emil, der gute Esel, dermaßen über die böse Hexe mit dem Diamantenkollier, dass er tief Luft holte und... I-A! I-A! ...machte und die böse Hexe fiel um. Aber das war leider nur ein Traum. Robert, hast du dich schon mit deiner neuen Anwältin getroffen? Hm? Und, wie ist sie so? Was hat sie vor, um dich zu verteidigen? Ja, also das Übliche. Sie meint, solange ich nur auf meine Unschuld beharre, kann man mich aufgrund von Indizien nicht verurteilen. Und wenn doch, was bedeutet das denn für... Sag mal, wann musst du Markus in der Klinik abholen? Er ruft an, wenn Sie mit der heutigen Behandlung fertig sind. Gut, dann gib Bescheid, dann komme ich sofort vorbei. Jetzt sollte ich mich mal wieder im Bistro blicken lassen und Lena ein bisschen unter die Arme greifen. Ja. Netten Sachbearbeiter von der Gemeindeverwaltung telefoniert. Es gibt tatsächlich Zuschüsse, allerdings nur für Einfamilienhäuser. Wann träumst du noch? Du etwa nicht? Ich glaube nicht, dass wir eine Bank finden, die uns so einen hohen Kredit gibt. Ja, das klingt knifflig, aber das schaffen wir schon. Oh, wäre das toll. So viel Platz für dich, für mich, für Fabienne. Für seine vielen Brüder und Schwestern. Oh Gott, Hilfe. Irgendwann müssen wir sowieso anfangen, über unsere Zukunft nachzudenken. Warum nicht, indem wir in ein Eigenheim investieren? Die Gemeinde stellt sogar Bauland zur Verfügung. Ja, dann hätten wir es ein bisschen weiter, aber Radeln hält fit. Wie weit ist denn ein bisschen weiter? Ja, keine Ahnung, ein paar Kilometer. Aber dafür werden wir dann in der schönsten Natur. Im Moment ist aber nicht im Hallertinger Moor, oder? Also das ist dann kein Moor mehr, wer? Doch, doch, so hieß das, glaube ich. Ja, was spinnst du? Hast du nicht gehört? Die haben eine riesengroße Umweltschweinerei davor. Der Typ am Telefon hat gesagt, dass da Nein, alles ganz... Nein, ich will da nicht hinziehen. Also kannst du gleich vergessen, ich habe sowieso schon irgendwo unterschrieben. Bitte? Ja. Frau Sommerbichler engagiert sich dafür, dass das Moor erhalten wird. Und ich hoffe, sie hat viel Erfolg. Guten Appetit. Und danke, dass ich auch Wasser gekriegt habe. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Danke, Alfred. Ja, mache ich. Alles geregelt. Der arme Rodrigo kann endlich wieder frische Stallluft atmen. Und umgehend verkauft werden. Dankeschön. Ihnen steht natürlich eine kleine Prämie zu. Ach. Geht es Ihnen tatsächlich nur um Rache? Glauben Sie mir, ich würde den Kerl auch am liebsten anzeigen. Aber auf dieses Vergnügen muss ich wohl leider verzichten. Es sei denn, Sie nehmen den Skandal in Kauf, dass Ihre Tochter mit dran ist. Was Ihnen natürlich in den Kram passen würde. Die Polizei verständigen? Ach, nein. Das ist viel zu einfach und so plump. Da nimmt man sich doch das halbe Vergnügen.
Sie haben sich sicher schon was Kluges einfallen lassen. Hauptsache, der Knecht kommt nicht ungeschoren davon. Und solange das unter Ausschluss der Klatschpresse passiert, dürfte Ihre Tochter wohl auch ein klein wenig leiden. Ich will die beiden auseinander haben. Den Rest überlasse ich Ihnen. Freut mich, dass es Ihnen wieder besser geht. Ja, Gott sei Dank. So, ich muss Spätschicht. Sagen Sie Ihnen alles Gute von mir. Ja, mache ich. Danke. Frau Sonnbichler, Sie waren bei Ihrem Mann? Ja, und ich soll ganz herzliche Grüße an alle ausrichten. Ja, wie geht's ihm denn? Kommt er bald heim? Ach, das will ich hoffen. Frau Sonnbichler, Tanja hat doch Ihre Petition unterschrieben gegen die Trockenlegung des Hadertinger Moors. Ach, und Sie wollen auch. Jetzt habe ich blöderweise die Liste heute nicht mitgebracht. Mann, Entschuldigung, da muss ich passen. Tanja und ich, wir möchten gerne bei der Gemeinde die Eigenheimförderung beantragen, für die das Bauland gewonnen werden soll. Ach so. Ja, jetzt habe ich Angst, dass wenn die sehen, dass Tanja dagegen ist und unterschrieben hat, lehnen sie den Antrag ab. Ja, das ist schon möglich. Das ist unsere Möglichkeit, dass wir uns unsere eigenen Verbände leisten können. Und dann wegen einer einzigen Unterschrift. Was erwarten Sie jetzt von mir? Streichen Sie doch bitte Tanjas Namen von der Liste. Nein. Also ich finde, da müsste Tanja schon selber zu mir kommen. Tja, das ist jetzt sehr schwer für mich, da irgendwas zu entscheiden. Ach, ich freue mich ja schon so aufs Ausreiten. Na, so langsam werde ich aber eifersüchtig. Ach, du Spinner. Jakob? Ja? Du riechst nach. Wie kommt es, dass du nach Rosalie Enges Parfum riechst? Lüg mich nicht an, ich kann das Zeug nicht ausstehen. Ich würde es überall wiedererkennen, also? Sie hat es vorhin wieder versucht, mich anzubaggern, ja. Oh, diese Schlange! Hey, mach dir deswegen bitte keinen Kopf, okay? Das ist vorbei. Na, ihr beiden Turteltauben. Übrigens, ihr hättet euren Rodrigo nicht so schnell wegschaffen müssen. Zumal ich Alfons gerade verklickern konnte, warum er sein Motorrad mit den vielen PS aus der Garage nehmen musste. Wegen einer einzigen Pferdestärke. Moment mal, wieso wegschaffen? Wir wollten gerade zu Rodrigo. Ist der nicht bei Ihnen? Nein. Jakob, du hast gesagt, er wäre in Sicherheit. Jakob!